Wir gehen nochmal in die Schweiz. Durch die Absage von Stefan Lambiel kommt Moris Pfeifhofer zum Zug. Und er kommt, rate mal, aus Bülach. Dort, wo auch Sarah Meyer herkommt. Und von Sarah Meyer spricht das gesamte Auditorium hier übrigens in höchsten Tönen. Alles andere als der gewinnende Medaille wäre fast schon eine Enttäuschung. Aber wenn man Sarah Meyer in der gesamten Saison verfolgt hat, auch bei ihren Grand Prix-Wettbewerben, sie hatte sogar einen Grand Prix gewonnen zum ersten Mal in ihrer Karriere, dann ist das ja nicht mal zu hoch gegriffen. Also Bülach sollte sich jetzt schon mal warm anziehen. Ja, wobei jetzt die Erwartungen bei Moris Pfeifhofer ja sicherlich deutlich geringer das ausfallen. Aber bei den Damen, da wird es wirklich interessant, da hast du recht. Da ist die Schweizerin auf jeden Fall im Kreis der Favoriten dabei. Ja, die Damen am kommenden Freitag mit ihrem Kurzprogramm volle Kanne. Heißt das sozusagen auch bei uns bei Eurosport, liebe Zuschauer. Und denken Sie dran, in wenigen Augenblicken bei der nächsten Eisaufbereitung, dann werden wir The Life of Brian zeigen. Hintergründe von Brian Joubert. So, Moris, auf geht's. Dreifach, dreifach kann er auch. Aber heute hat es nicht gezeigt. Moris Pfeifhofer aus Bülach in der Schweiz. Prima Auswahl der Musik. Das hat auch Spaß gemacht zum Zuschauen. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Vortrag, den der junge Schweizer hier gezeigt hat. Sehr, sehr gute Pirouetten. Die Sprünge, das, was er gezeigt hat, war sicher. Er hat auf die Dreifach-Dreifach-Kombination verzichtet. Den dreifachen Nutz nur mit dem doppelten Tulup kombiniert, aber ich denke, für ihn war das taktisch der richtige Weg. Er musste auf jeden Fall sauber durchs Programm kommen, der dreifache Lutz, gefolgt von dem doppelten Tulup.
Also dann hat er sich prima aus der Affäre gezogen. Wäre Stefan Lambiel hier dabei. Wer hätte Notiz genommen von Moris Pfeifhofer? Das ist eine Chance gewesen, die er genutzt hat im Rahmen seiner Möglichkeiten. Das war das Entscheidende an diesem Auftritt. Und das ist auch gut so und zeigt, dass die Schweiz eben nicht nur aus Lambiel besteht, sondern dass auch da noch ein paar Junge jetzt Interesse bekunden, diese Sportart vielleicht weiter zu betreiben. Er ist erst 18 Jahre alt und hat ein Studium aufgenommen fürs Lehramt. Tja, und wird sich wo einreihen? Das ist die Frage, die wir noch zu beantworten haben. Sicherlich nicht weit von Philipp Tischendorf entfernt. Ja. Könnte in den Pirouetten vielleicht den einen oder anderen Punkt sogar gut gemacht haben auf dem Berliner. Ja, denn die waren wirklich schön. Ja. Einfallsreich. Die Sprünge müsste er ein wenig Rückstand sich eingehandelt haben. Also durch eben nur die Dreifach-Doppelt-Kombination. Bewegen wir uns um die 54, 53 Punkte so in etwa. Das ist die Dame, die das uns immer so charmant mitteilt. Eine neue persönliche Bestleistung wäre schön, auch für Moris Pfeifhofer. Die lagen, ja, technisch ist er schon mal ein Stückchen vor. Ja, auch insgesamt. Ihm und auch insgesamt. 57,89. Da spielt sicherlich auch ein bisschen die Rolle, dass er in dieser Startgruppe sich befunden hat. Das muss man ganz klar festhalten, liebe Zuschauer. Nicht jetzt, weil wir enttäuscht sind, dass Tischendorf einen Platz zurückgefallen ist, sondern das ist Fakt. Ist so. 57,89. Logisch, persönliche Bestleistung und sehr souverän und klasse qualifiziert. Und damit auch fürs Finale der Besten.